Die Silfretta Arena in Ischgl und Samnaun zählt zu den bekanntesten Skigebieten der Welt. Bereits in der ersten Hälfte der 60er Jahre nimmt in Ischgl die erste Luftseilbahn den Betrieb auf. Heute ist das grenzüberschreitende Gebiet zwischen der Schweiz und Österreich eines der größten und modernsten im östlichen Teil des Alpenbogens. Die neueste Anlage auf Schweizer Seite in Samnaun ist die 2019 eröffnete Wiesnitzbahn. Die Sesselbahn stammt aus dem Hause Doppelmeier-Garaventer und erschließt die Südhänge oberhalb der Alp Trieder. Mit ihrer strategisch wichtigen zentralen Lage ist die Anlage eine der beliebtesten im Skigebiet von Samnaun. Entsprechend ist sie als leistungsfähige Achtersesselbahn konzipiert und kann bei einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 5 Metern in der Sekunde 3500 Personen pro Stunde transportieren. Achtersesselbahnen sind auf Ischgler Seite bereits seit vielen Jahren anzutreffen. In Samnaun ist es aber die erste dieser Art. Genau genommen ist es nach der Brotkammbahn am Flumserberg und der Sesselbahn Le Creuset im Skigebiet Port du Soleil erst die dritte solche Anlage in der Schweiz. Gleichzeitig ist es die erste Achtersesselbahn der Schweiz, die auf dem neuen D-Line-System der Firma Doppelmeier basiert. Die Sessel sind für maximalen Komfort mit Hauben und einer Sitzheizung ausgestattet. Zur Entzerrung der Besucherströme auf der Alp Trieder wurde die Trassierung der Sesselbahn gegenüber ihrem Vorgänger leicht verändert. Die Anlage überwindet daher auf einer Streckenlänge von rund 1,2 Kilometern 372 Höhenmeter. Beim Vorgänger handelte es sich übrigens ebenfalls bereits um eine kuppelbare Sesselbahn von Garaventer, erbaut 1994 mit vierplätzigen Sesseln. Ihrerseits war diese Sesselbahn Nachfolger eines der ersten Schlepplifte in Samnaun. 1978 entstand dieser Teil des Skigebiets durch den Bau einer Luftseilbahn und drei Schleppliften vom Reißbrett und ermöglichte fortan einen grenzüberschreitenden Skibetrieb. Bis zu diesem Zeitpunkt waren in Samnaun lediglich zwei kleine Übungslifte in Betrieb. Eine der 1978 neu errichteten Anlagen war der Schlepplift von der Alp Trieder zum Wiesnitzkopf. Übrigens ebenfalls bereits ein Produkt der Firma Garaventer. Mittlerweile steht also bereits die dritte Generation des Goldauer Herstellers an diesem Hang. Und damals wie heute ist die Wiesnitzbahn mit ihrer sonnigen Lage oberhalb der Alp Trieder und als Zubringer zu den Hängen an der Alp Bella ein beliebtes Ziel für Skifahrer in Samnaun.